Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir sind hier mit Ivo. Wir sind eingesperrt und wir haben hier eine Strickmütze, die wir uns mal angucken können. In den paar Wochen, in denen wir alle zusammen hier im Elfenhain gelebt haben, hatte ich Geburtstag. Ah. Für Wilbur war das eine große Sache. Er konnte nicht verstehen, dass man Geburtstagen nach ein paar hundert Jahren keine allzu große Bedeutung mehr beimisst. Er hat darauf bestanden, mir ein Geschenk zu machen. Tagelang saß er mit seinen knubbeligen Fingern in einer Ecke und hat mir diese Mütze gestrickt. Oh, wie süß. Können wir nichts mehr machen? Wilbur wusste nicht, dass der Herbst in meiner Welt noch Jahre dauern würde und Elfen nicht frieren. Aber es war dennoch das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Ach, wie schön. Mutter betrachtete die Mütze mit so viel Abscheu, dass ich sie tagelang nicht mehr abnahm. Wilbur strahlte vor Glück. Können wir aber nicht mitnehmen, okay? Was haben wir noch? Da können wir den Balkon betreten. Hier haben wir eine Schale. Normalerweise befinden sich immer Früchte und Nüsse in dieser Schale. Vermutlich ist Mutter der Meinung, dass ich selbst auf diese Dinge verzichten sollte, solange ich in ihren Augen geradezu dick bin. Ah. Du bist doch echt fett. Normalerweise befinden... Oh ja, okay. Normalerweise befinden... Danke, dass ich überspringen kann. Eine Karaffe. Frisches Wasser aus dem Quellbach, dem kleinen Gewässer, das hier im Schloss entspringt und das ganze Tal versorgt. Leute kommen von weit her, um es zu trinken. Nein, ich habe keinen Durst. Okay. Eine Blume. Eine schöne rote Blume. Sie steht erst seit ein paar Tagen hier. Manchmal lässt Mutter mir eine neue Pflanze ins Zimmer stellen, die sie besonders schön oder interessant findet. Früher oder später wird sie dann ausgetauscht und bekommt einen Platz unten im Garten. Können wir die mitnehmen? Nee, oder? Ein zarter, süßlicher Duft. Er erinnert mich an einen Wald im Westviertel, in dem ich als Kind Bogenschießen gelernt habe. Okay, aber mitnehmen können wir sie nicht. Gut, da haben wir eine Spieluhr. Ich habe diese Spieluhr vor Jahren von einem Gesandten aus dem fernen Osten erhalten. Ihre Musik habe ich immer im Ohr, egal wo auf der Welt ich mich befinde. Das ist bestimmt die Nationalhymne der DDR aus dem fernen Osten. Aber wir können sie öffnen. Dann öffnen wir sie und gucken, ob die Nationalhymne der DDR jetzt einspielt. Ja, ich glaube, das war sie. Das war sie in der Tat. Eine Figur. Ein Wächter mit Schild und Speer, wie jede Elfenfigur von makelloser Qualität. Okay. Elfenkünstler haben Jahrhunderte, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu perfektionieren. Nur, wenn alles immer perfekt ist, ist da nicht auch immer alles gleich und irgendwie egal? Tja, ohne irgendwelche Schönheitsfehler ist das alles, schon ein bisschen langweilig. Ein Bett. Wer liegt denn da drauf? Ich habe in letzter Zeit schlecht geschlafen und fühle mich manchmal den ganzen Tag schlapp. High five. Ich war noch nie krank, aber irgendetwas stimmt nicht. Hoffentlich finde ich in der Bibliothek Antworten auf meine Fragen. Ja, wir werden übrigens uns sehr viel angucken. Ich kann nicht versprechen immer alles, aber ich möchte so viel wie es geht mir angucken und diesem Spiel huldigen. Als Nate und die anderen hier gewohnt haben, hat Nate des Öfteren Andeutungen gemacht, die mit dem Bett zu tun hatten. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß, dass Mutter das gar nicht gefiel und sie ihm ein bewachtes Gästezimmer am anderen Ende des Schlosses zuwies. Und Cheep Cheep erhielt den Auftrag, mir nicht von der Seite zu weichen. Okay. Nate, der alte schwere Nöter. So, dann haben wir jetzt noch den Spiegel, den wir uns angucken können. Cheep Cheep betrachtet gerne sein eigenes Spiegelbild. Er wirft sich in Pose und versucht, sich selber zu imponieren. Meistens funktioniert es. Okay. Nimm den Spiegel. Ach, wir können den jetzt mitnehmen. Hey, Cheep Cheep, ich bräuchte mal den Spiegel. Ich brauche ihn nur kurz. Er rückt ihn nicht raus. Und der kleine Kerl kann verdammt schmerzhaft zupicken, wenn er will. Okay, okay. Cheep Cheep hat unser Abenteuer damals gut überstanden, auch wenn er selber das Gegenteil behauptet. Er hat monatelang jedem erzählt, wie er gerade noch mit heilen Federn davongekommen sei, als er mich gegen alle Übel der Welt verteidigte. Oh ja, ja, ja. Übrigens, wer die ersten, wer den ersten Teil und die Kritterchronik nicht gesehen hat, unbedingt angucken oder selber spielen.
weil das ist einfach nur sehr geil. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht für den zweiten Teil, aber auf jeden Fall lohnt sich, die zu gucken oder zu spielen, weil es wirklich, wirklich toll geworden, die Spiele. Hey, Cheap. Hey, Cheap? Ah. Die meisten Vögel lieben Spiegel, weil sie glauben, darin einen anderen Vogel zu sehen. Du kannst einfach nur nicht genug von dir selbst bekommen, oder? Ich wäre weniger unausstehlich, wenn ich hier nicht eingesperrt wäre. Bis später. Oh. Möp, möp. Ja, natürlich bleibe ich brav hier im Zimmer. Natürlich. Wir haben keine Ideen rauszugehen. Ein Schmuckkästchen. Mein Schmuckkästchen dient als Podest für den zu kurz geratenen Narzissten da drauf. Könntest du bitte einmal Platz machen? Ich möchte da ran. Aber ich will an mein Schmuckkästchen. Ach. Seitdem er wegen mir fast von Feuerbällen gebraten, von Schwertern geköpft und von Monstern gefressen wurde, lässt er sich nichts mehr sagen. Verdammt! Mutter hat ihm erlaubt, meine Befehle zu missachten, sofern sie ihren Wünschen zuwiderlaufen. Er interpretiert dieses Recht sehr großzügig. Scheint mir auch so. Toll, also kommen wir nicht rein. Die Tür können wir uns mal angucken. Mutter hat mich eingesperrt, als sei ich 200. Seit ich mich letztes Jahr heimlich aus dem Elfenhain geschlichen habe, überwacht sie mich schlimmer als je zuvor. Die Tür ist verriegelt und lässt sich nur von außen öffnen. Verdammt. Ich muss einen anderen Weg finden, wenn ich hinab in die Bibliothek will. Den werden wir schon finden. Haben wir eigentlich irgendwas im Inventar? Ach, wir haben das Bild im Inventar. Seit Nate wortlos abgereist ist, wittert Mutter ihre Chance, mich mit einem anständigen Elfenprinzen zu verheiraten. Ich habe bisher jeden Kandidaten erfolgreich vergrault, aber langsam verliert sie die Geduld. Können wir das denn vielleicht hier hinstellen? Nee, ich dachte, könnten wir da hinstellen, dann würde Cheap. Was leuchtet eigentlich immer da unten auf? Nee, hier ist nix. Was ist das? Menü. Achso, das ist Menü. Okay. Komm aus der Ecke raus, Ivo. Ivoprofen. Ja gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles gesehen. Wir drücken mal die Leertaste. Wir haben alles gesehen. Dann gehen wir mal auf den Balkon und schauen, was uns dort erwartet. Schön hier. Sonnenblumen. Wir haben viel exotischere Pflanzen hier im Palast. Aber Sonnenblumen gehören zu meinen Lieblingen. Dann nehmen wir mal ein paar Kerne mit. Ah, vielleicht für Cheep Cheep. Verzeih, ich brauche einige deiner Kerne. Vielleicht ja für Cheep Cheep. Ich habe noch einige Kerne und sollte nicht mehr nehmen, als ich brauche. Okay. Da haben wir einen schönen Bachfluss. Ein Fernrohr. Früher habe ich tagelang hinaus auf die Wälder geschaut und mir vorgestellt, wie die Welt dahinter ist. Heute weiß ich es und ich glaube, ich vermisse sie. Oh. Ich habe in der Welt da draußen viel Leid, viel Böses, viel Missgunst gesehen. Aber es war aufregend. Es war lebendig. Hier im Elfenhain ist alles so geordnet, so perfekt. Jeder Tag ist wie der vorherige und sie ziehen sich endlos hin. Das ist nicht so schön. So, dann schauen wir nochmal, ob wir denn nicht jetzt irgendwie die Sonnenblumenkerne. Eine freundliche Spende der Natur, genommen ohne Erlaubnis. Können wir die denn jetzt. Aha, bietet Cheep Cheep die Sonnenblumenkerne an. Hast du Hunger? Wie wäre es mit ein paar köstlichen Sonnenblumenkernen? Da freut er sich. Du möchtest die Kerne? Ich möchte runter in den Palast. Können wir da keine Übereinkunft treffen? Na? Ich weiß, dass du als königlicher Beamter unbestechlich bist, aber Sonnenblumenkerne. Nom 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 nom. Dann eben nicht. Okay, dann kann ich die vielleicht in die Schale tun? Kommt er dann vielleicht rübergeflogen und nimmt sich die einfach? Cheep, wie wäre es, wenn du dich von der anstrengenden Selbstbewunderung erholst und dir stattdessen lieber den Bauch vollschlägst? Ah, er tut es. So bin ich zu dir. Ja, genau. Kannst du mal sehen, wie nett wir sind. So, jetzt machen wir erstmal das Schmuckkästchen auf. Schauen, was wir da drin Schönes finden. Perlen, Edelsteine, glitzernde Ohrringe und Ketten. Wow. All der Kram, den ich zu offiziellen Anlässen anlegen muss.
Ginge es nach Mutter, hätte ich kistenweise solches Zeug und ein halber Flügel des Schlosses wäre mit meinen Kleidern gefüllt. Sie kann überhaupt nicht verstehen, dass Papa und ich uns nichts aus diesen Dingen machen. Ah, sie ist ein Papakind, ja? Okay, dann nehmen wir auch nichts mit, aber den Spiegel nehmen wir jetzt mit. Können wir denn jetzt das da in diese Fassung stellen? Ach, er kommt zurück. Haha. Tja, kein Spiegel mehr da. Kann ich das jetzt in die Fassung stellen? Nee. So, haben wir jetzt noch mit irgendwas mit ihm zu reden? Hey, Cheap. Ah, wir können ihn vielleicht ein wenig erpressen. Na, vermisst du deinen Spiegel? Früher oder später hältst du es nicht mehr aus. Ich bin nicht grausam. Ich will nur nicht wie ein Kind in meinem Zimmer eingesperrt sein. Genau. Bis später. Also, das war es auch schon wieder. Ja, natürlich bleibe ich brav hier im Zimmer. Natürlich bleiben wir brav im Zimmer. Können wir da auf dem Balkon noch irgendwas machen? Den Spiegel mit dem Fernrohr oder so? Nee, den Spiegel oder das? Nee, das geht nicht. Kann ich die beiden verbinden? Nein. Gibt es denn hier noch mehr zu tun und zu sehen? Nee, nur Fernrohr und Sonnenblume. Ach so, klettere ihn ab in den Garten. Ach, ja, dann machen wir das. Es ziemt sich zwar nicht für eine Prinzessin, aber ich bin schon mehr als einmal über den Balkon hinunter in den Garten geklettert. Na dann, hau rein. Ach, Cheap. Ich mache nur etwas Frühsport. Das wollte ich gar nicht. Natürlich könnte ich ihn einfach ignorieren und trotzdem in den Garten hinabsteigen. Ja. Aber dann würde er schnurstracks zur Mutter fliegen und mich verpetzen. Und wer weiß, was die beiden sich dann einfallen lassen. Ah, gut. Also müssen wir Cheap irgendwie wieder ablenken. Können wir nicht einfach den Spiegel dann wieder zurückstellen? Das geht nicht. Ihm geben geht auch nicht. Es ist ein altes Spiel. Ich verstecke seinen Spiegel und er tut, als sei es ihm egal. Aber früher oder später wird er grantig und ich gebe nach. Okay. Das Bild irgendwo hinstellen können wir auch nicht. Wir haben jetzt einen Spiegel. Können wir den vielleicht in die Spieluhr, wenn die auf ist? Können wir da vielleicht einen Spiegel reinstellen? Nee. Ich kann gerade gar nichts tun. Nee, das können wir nicht damit benutzen. Was ist das? Was ist das? Wird hier automatisch gespeichert oder sowas? Kann es sein, dass es das ist? Können wir da nochmal Sonnenblumen reintun vielleicht? Sonnenblumenkerne meine ich. Die Pflanze würde es wohl überstehen, aber im Moment brauche ich keine weiteren Kerne. Okay, wir brauchen keine weiteren Kerne. Mit Cheap wollen wir auch nicht reden. Den Spiegel geben wir ihm auch nicht zurück. Ja, jetzt riecht es wieder an der Blume, okay. Ja. Hilft uns aber auch nicht sonderlich. Ein Spiegel da irgendwo hinstellen. Lehne den Spiegel an die Figur. Ah, okay, das geht. Ah, und dann mache ich die Spieluhr auf. Und dann geht die Spieluhr wieder zu. Hey, Entzugserscheinungen. Öffne die Spieluhr. Ich muss mal kurz an die Spieluhr. Das lässt uns da nicht mehr ran. Du musst nicht einmal den Blick von deinem hübschen Antlitz wenden. Na los!
Es hat geklappt. Oh. Er ist eingeschlafen. Weil es dunkel ist. Es wurde dunkel und er ist einfach... Egal. Ich habe erst einmal Ruhe vor ihm. Vögel sind super. Yeah! Ah, ich mag diese Erfolgsmusik. Die mochte ich schon im ersten Teil. So, dann klettern wir jetzt hinab in den Garten, nachdem Cheep Cheep einfach eingeschlafen also ist. Also los. Ja, also los. Zack. Yeah! Schön hier. Wie vermutet, niemand hier. Ah, perfekt. Meine Eltern sind oben im Thronsaal und regieren das Reich. Naja, Mutter regiert. Okay. Mutter regiert. Was macht Vater? Ein Vogelbad. Vater macht ein Vogelbad. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Cheep Cheep behauptet immer, es würde schnell verdunsten. Ich glaube aber, es liegt am ungehemmten Badespaß und seiner mittlerweile nicht unerheblichen Körperfülle, dass ständig Wasser nachgefüllt werden muss. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Ich glaube. Okay. Ein Bonsai. Mit Gesicht. Ein ziemlich kleiner, nicht allzu hübscher Baum. Aha. Ich möchte mal sehen, wie hübsch du aussiehst, wenn dich jemand morgens auf dem Pott stört. Du meinst... Was kann ich heute für dich tun, meine Schöne? Der Garten sieht fantastisch aus. Der Garten sieht wie immer fantastisch aus, Arbor. Danke. Ist eine Menge Arbeit. Die Leute denken immer, Elfengärten seien von Natur aus prächtig. Aber das stimmt nicht. Es braucht einen guten Gärtner. Und du hast einen grünen Daumen. Ja, ist nur Moos. Das passiert schon mal, wenn man den ganzen Tag im Boden wühlt und sich abends nicht richtig die Hände wäscht. Erzähl mir was über Enz. Ihr Baumhirten leistet großartige Arbeit. Baumhirten. Die Bäume stehen einfach rum. Wozu brauchen die einen Hirten? Obwohl, so einen Hirtenhund hätte ich gerne. Hey, Rex, willst du mein Hirtenhund sein? Das ist ein Stein. Nee, meine Liebe. Ich bin Gärtner. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Ich habe mich wieder mit Mutter gestritten. Mutter hat mich heute Morgen auf Diät gesetzt, damit ich für meine Hochzeit perfekt aussehe. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. In der Natur gibt es sowas nicht. Gibt nicht. Oder besser gesagt, alles ist perfekt, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt. Erzähl das Mutter. Jupp. Das habe ich schon oft. Aber so klug sie meistens ist, so dusselig ist sie in diesen Dingen. Na hör mal, sie ist die Königin. Ich bin zu alt, um ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hihi, Blatt vor den Mund, verstehst du? Verstehst du? Was steht für dich heute Abend auf dem Plan? Was steht heute auf dem Plan? Viel zu tun? Ach, das Übliche. Weißt ja, es regnet nie im Elfenhain. Aber die Blumen brauchen ihr Wasser, also gieße ich sie jeden Tag. Der Fluch des schönen Wetters. Das Wetter ist nicht das Einzige, das in diesem Land nicht stimmt. Ich bin seit 30 Jahren hier und seit 30 Jahren haben wir Herbst. Die Zeit verläuft anders im Elfenhain. Langsamer. Und deswegen werden alle hier steinalt, schon klar. Aber hätten wir normales Wetter und die üblichen Jahreszeiten, gäbe es hier deutlich mehr Abwechslung. Ja, gut. Mit Papa verstehst du dich viel besser, oder? Du und Vater, ihr kommt gut miteinander aus, oder? Niemand versteht mehr von der Natur als er, das ist mal sicher. Aber trotzdem bitte ich ihn nicht oft um Hilfe. Vom Nachdenken wurde noch nie ein Feld umgegraben, wenn du verstehst, was ich meine. Er ist eben eher Theoretiker. Hm, ich auch. Der Matsch an den Füßen, der Geruch frischer Erde, all die Freude und das Leben. Er verpasst doch alles, wenn er da oben rumsitzt und nichts tut. Ich muss weiter. Ja, ich habe auch einiges zu tun. Ich weiß einfach nicht, was der Pflanze da fehlt. Welcher Pflanze? Wo? Was? Kann ich hier was mitnehmen jetzt? Ach, wir gehen mit, okay. Deine Mutter hat vor ein paar Tagen einen Haufen Blumen von einer Feendelegation geschenkt bekommen. Sind alle gut angewachsen, nur die hier nicht. Vielleicht braucht sie besondere Erde oder besonders viel oder besonders wenig Licht. Alles möglich. Wenn mir nicht bald was einfällt, muss ich deinen Vater fragen. Er kann mit ihr reden und sie sagt ihm vielleicht, was ihr fehlt.
Wenn du hinaufgehst, wäre es nett, wenn du meiner Mutter nicht erzählen würdest, dass du mich hier draußen getroffen hast. Wieder mal ausgebüxt, was? Von mir erfährt niemand was. Du bist cool, ich mag dich. Du bist cool. Okay, die Blumen betrachten wir uns das nächste Mal. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Book of Unwritten Tales 2. Macht's gut. Tschüsschen.